jetzt zu überlegen, was ich als nächstes mache, könnte ich mir echt mal überlegen, ob ich nicht Delphi. Nico, was sagst du? Ich meine, rein theoretisch, das ganze Ding reicht jetzt hier runter bis 75. Warum eigentlich? Und was hängt denn das ab? Ah, das ist natürlich. Ich habe mich jetzt ja mit 72ern hier auseinandergesetzt, aber da hätte ich jetzt hier schon Schiss. Also ich habe schon vor dem Schiss. Aber vielleicht mache ich die einfach mal. Weil es Easy Wins sind und wenn ich sterbe, dann bin ich tot. Also dann ist es halt so. Ansonsten würde sich das hier noch lohnen, denke ich mal. Und wir könnten mit ihm auch riskieren. Aber vielleicht machen wir das zuerst. Zunächst. Denn rein theoretisch, diese ganzen Einstellungen, die ich ja mit der Okkultistin getroffen habe, gelten auch hier, oder? Also sprich, ich habe. Hey, 75% AdDev 1. Geil. Ja gut, ich habe halt noch keine Dev gemacht. Ich habe auch hier noch nichts. Da muss ich jetzt mal investieren. Wir sollten auch mal hier investieren. Ist das? Das ist schon auch Account übergreifend, oder? Ob. Naja. Raw Value 180, Penalty, Final Value at Death. Wenn ich jetzt hier gleich hergehe und als allererstes Dreier wäre auch nicht schlecht. Ich hier diesen 70er mache und dann gleich habe ich dann da vielleicht gar nicht. Ich weiß es nicht. Na, wir werden sehen. Let's go. Ich meine, es ist ideal, einfach durchlaufen. Die sterben einfach. Die sterben nicht. Warum sterben die denn nicht? Leute, ihr müsst doch sterben. Das ist doch. Oh oh. Weg, 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 weg. Wow. Komm, Gore Grovel. Mana is gone, sagt er. Na dann, so war unser Glück. Erst da sagen. Laufe im Kreis und mache was? Manu. Even back. Was spinnst du? Warum willst du denn nicht einfach wie ein braver Hund Gassi gehen? Na gut. Komm.
cold items. What does this mean, cold items? Die 69er sterben wenigstens. Wie ist denn das jetzt hier mit meiner... Bin ich denn jetzt hier einigermaßen... Dass ich jetzt hier eigentlich rumlaufen könnte, oder? Mein, es ist so schwarz. Tut sich nichts, gell? Das ist schon... Schon cool. Mit dem könnte man also rein theoretisch... Nicht sich da gegen die Gegner so auflehnen, weil die machen einen einfach blank kaputt. Aber rein theoretisch mit dem die Gebiete erkunden, ja kein Thema. Of Alteration, gleich zwei Stück. Und ein Chillus Orb. Good. What do we do? Was haben wir denn hier drüben noch übrig gelassen? Noch eine Einser. Hier wären eben die zwei, ja, das wäre nicht verkehrt, gell? Könnte man eigentlich ganz gut hier holen. Oh, laufen, da ist aber nichts. Was ich halt nicht habe, ist sind Overspeakers einfach. Also, weil tatsächlich, ja klar, das mit dem durch die Gegner durchlaufen, das Fläschchen habe ich, aber stell dir vor, das ist verbraucht. Dann hast du erstmal ein Problem. Dann läufst du erstmal nicht mehr irgendwo durch. Sondern lässt du dich schön einklemmen und stirbst. Unter Umständen. Was echt schlecht ist. Aber du gehst trotzdem das Risiko ein, einfach weil du es kannst oder was. Oh mein, war das ja so weit der Weg, hä? Warum klemme ich jetzt hier? Warum komme ich jetzt hier nicht raus? Ah, ja, haben wir genau das Thema.
Hui. Haben wir mehr Level gemacht, hä? Ja, was ist jetzt das? Sealed und nochmal sealed. Leider nichts drin. Haben wir mehr ein Level gemacht und jetzt sind wir soweit, dass wir uns die Entscheidung treffen müssen. 6, 6 und 15 oder 12, 12 und stimmt gar nicht. 12, was ist hier? 8, 8 Area of Effect und hier mal Cast Speed, weiß ich nicht, was da. Bildguide macht, ist eigentlich auch noch wurscht unten rum, geht er. Er holt sich lieber die Area of Effect und dann halt die. Ah, ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich für die Damage over Time. Das da hilft beiden, auch der Trap. Damage over Time, auch der Trap, weil die auch mit dem Boden, mit dem Ground-Ding, sie glaube ich auch Damage over Time macht. Aber ich will eigentlich stärker werden im. Ja gut, egal, wir machen jetzt das. Und dann holen wir uns das da. Jetzt sind wir halt schon 79. Da werden wir außer dem 69er Level nicht mehr so viel XP rausholen, oder? Vermutlich. Oh oh. Na. Ja, wird es halt noch was, oder? Wow! Schon wieder ein Adrenalin auf Maximum. Was macht Lärm? Die Curves Map. Sowas darf man sich dann, glaube ich, nicht in Zeitlupe anschauen, weil dann da in Zeitlupe. Puh. Das Leben dann immer weniger wird und immer weniger und. Naja. Gut. Ja, dann holen wir uns die zwei doch auch noch. Holen wir uns erst den kleinen. The little one. Nicht so erschrecken. Ja, ich verliere da ganz schön Leben. Leben, Leben. Das ist nichts Schönes.
Das Stone Golem. Dann jenen bitte. Dunkel ward's, der Mond schien helle. Ja, da fällt mir ein. Ich wollte ja vorhin noch mit so einer gefangenen Essenz gucken, ob wir nicht eine bessere Waffe uns zimmern können. Weil ich das Gefühl habe, dass der Damage nicht passt. So. I cannot carry this. I am not believing you. Because I'm sure you can carry that. Und ich gehe jetzt mal zurück. Und zwar ganz zurück. Ins Hideout. Hello. Ah, da bin ich. Hier mal die Sachen hier verkloppe. Den können wir mal behalten zum... Ah, schau das an. 16 Cold Damage, Spells Grant 4 Level, was auch immer. Den schmeiß mal weg. Und den auch. Und den auch. Farewell. Und dann... Gucken wir mal. Macht keinen Sinn, ich weiß. Haben wir jetzt hier Increased Damage für Minions, aber halt so ein kleines. Weil ich habe ja hier 53 und hier würde ich ja nur 44 maximal kriegen. Macht das dann Sinn? Sollte ich nicht lieber warten, bis ich noch einen habe und den dann größer machen? Ja. Ja. Dies macht wahrscheinlich Sinn. Und dann ist auch die Frage, ob man nicht den Void nimmt. Ja gut, dann müssen wir uns echt überlegen, was wir als nächstes machen.